Bin ich jetzt nicht wieder an der Vorderseite? Ist das ein Rundgang? Also das ist mein Eingangsraum, wenn ich vom wie auch immer Gebiet herkomme. Also muss ich wohl davon ausgehen, das ist ein Rundgang. Tja, Karte wäre halt alles in allem nicht ganz so schlecht, um diese Theorie zu bestätigen. Aber ja. Naja, ich habe noch Dinge zum Umgucken. Also gucke ich mich noch um. Hier war ich, aber... Na gut, hier unten ist noch ein Tablett, das ich nicht gelesen habe. What? Warum er gerade so seltsam gestunt war, weiß ich nicht. Sprich einen Zauber an den Geist, der das Geheimnis hält. Das geheime Elixier, das dem Geist Form verleiht. Oh. Was ich mit ihm hier anfange, weiß ich noch nicht. Schieben ist mal nicht die Antwort. Da oben. Da hoch? Ah, das ist der Eingang. Die rechte Luke ist Gold, die linke Luke ist Verdandi. Der Dämonenaltar ist der Ort, an dem die Hexen sich sammeln, um den Dämon zu beschwören. Der Dämonenaltar ist ein Ort für Gebete. Zwei Hexen, schwarz und weiß, rufen Baphomet hervor. Ja, könnte man vielleicht mal speichern. Der Umzug wird nur samstags sein, Bele. Wir machen es so, dass nur so wenig ist, dass das alles samstags gemacht wird, weil wir vorher schon langfristig Einzelzeug hier so rüberschleppen und halt eine Zeit lang in einer halbfertigen Wohnung wohnen. Tja, da stecke ich mal fest. Fußloser Neptun. Ja. Ja, aber da konnte ich doch nichts machen. Wie ist die Rückseite von dem anderen Teil? Die Priester lebten in den Ruinen und überwachten alles. Die vier Priester verwandelten ihre Körper in Stein und wurden zu Philosophen und erhielten ewiges Leben. Also dort oben, wo ich war, auf der anderen Seite.
Hier rein. Aber das ist doch der Startraum. Yeah. Fuck. So, dann gehe ich jetzt mal hier rein und schau, wo ich rauskomme. Hier gegenüber. Also, jedes Mal, wenn ich so einen Teleporter nehme, dann bringt's mich an den Achsen gespiegelten anderen Weg. Oh, toll. A, B, C, D, E, F, G, H, I, 3. 2 runter, 2 rechts. Oh je, oh je, oh je. Ach ja. Ich meine, von hier aus jetzt 2 runter, aber ist ja nicht. Und von hier 1 runter ist auch nicht. Dann von hier runter. Oh, hier war ich schon mal. Kann ich damit was machen? Ja, von unten kann ich das. Sehr gut. Oh, ein Feuer. Der Ank ist immer vorne. Wenn du den richtigen Punkt findest, denk sorgfältig darüber nach, wo dieser Punkt ist. Der Tanz des Lebens. Es wird wehtun, wenn ich das Ding oben haue, oder? Ich will nicht, dass es wehtut. Wenn es wehtut, tut es mir weh. Ich wusste es. Ah, ich hätte da eins runter gewollt. Okay, vielleicht von hier noch runter. Also hier war ich jetzt ja doch schon mal ein paar Mal. Jetzt von hier aus eins nach rechts könnt und dann einen Teleporter nehmen, dann wäre das cool. Und Leben wäre super. Das Ankyuwe war nur Fake. Wenn ich das Ding versuche zu berühren, dann zerplatzt es in ganz, ganz viele Fledermäuse. Na toll, jetzt bin ich natürlich wieder hier. So. Hierhin wollte ich. Das ist I4. Und ich sollte runter in I4, oder? Ah ne, von unten nach I2. Das heißt hier hoch. Okay. Ich passe mal auf, dass ich nach Möglichkeit nicht runterfalle. Aber die Fledermäuse haben einen anderen Plan. Ach, Heilung wäre so klasse. Hey, hier war ich doch schon ein paar Mal. Ach, war hier oben nicht der Federnboss? Ich habe jetzt ja auch gerade Leben für den Federnboss. Ja, Oh, den Boss habe ich anscheinend schon. Umso besser. So, und hier ist... Ups, das geforderte I2. Da bin ich jetzt rein. Und hier ist... Da-da-da-da... ein Knopf, den ich gedrückt habe.
Und da ist ein anderer Knopf. Und da ist meine neue Waffe. Und jetzt muss ich mich reingehen. So, hat noch wer eine Ahnung, wo der Raum war? Weil ich nicht. Meh, ich gehe einfach mal irgendwo hin. So, wenn ich jetzt hier rüber gehe und dann nach rechts, dann müsste ich drankommen. Oder nach links? Ne, rechts war schon richtig so. Huh. Ah, ich bin zu tief. Schmerz. Aber so komme ich ja nicht ran. Ich wollte ja von der Seite, so dass ich auch an die Kiste komme. Wie mache ich denn das? Na, vielleicht hier eins seitlich und dann auf der anderen Seite hoch oder so. Und hier war ich noch nie. Mal was Neues. Hier war ich auch noch nie. Der Raum schreit nach Miniboss. Oder sogar echtem Boss. Oh, hallo. Eine extra Hexe. Zu hat das Gesicht des Weißen Königs allerbesten. Er hat den Ankh. Creighton bringt mit ihm die blauen Schatten. Er wird diesen Ort der Meditation öffnen. Ich glaube, das war ja diese schwarze Hexe, von der es irgendwas hieß. Aber wie hätte ich die sollen mitnehmen? Ich mach's mal nochmal. Und guck, was passiert. Im ersten Moment gehe ich natürlich von... Ist nicht mehr da. Oh. Ja, zwei Räume weg vielleicht. Kommst du her? Kommst du her? So, hi du. Und du? Ah! Wow! What? What? Du bist böse! Aha! Ist gut. Ich gehe hier. Hier ist doof. Tja, falsche Seite. Ach Gott, ich komme jetzt hier gar nicht mehr zurück. Toll, jetzt habe ich mich eingeschlossen. Das hat mir noch gefehlt.
Keine Ahnung, ob ich beide Minibosse hier schon habe.